Wie der Titel schon verrät, geht es um 2 Jahre YouTube. Danke, dass du dabei bist. Heute Zahlen, Daten, Fakten, was ist passiert, was ist der Ausblick. Und da wie immer, bevor es losgeht, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. Let's go. Bevor wir zu den Zahlen, Daten, Fakten kommen, warum du wahrscheinlich eingeschaltet hast, ein kleiner Rückblick, was ist dieses Jahr passiert. Also es sind um die 5000 neue Abos dazugekommen. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der Abo geklickt hat. Das hilft mir natürlich, weiter Content zu produzieren, motiviert zu sein und so weiter. Ich bin so oder so motiviert, aber Abos, Zahlen ist für so einen YouTube-Kanal natürlich sehr wichtig. Ich habe zahlreiche Videos gemacht im letzten Jahr. Also ich war meinem Rhythmus bis jetzt im Dezember eigentlich sehr treu und habe jede Woche ein Video hochgeladen. Im Dezember war jetzt Weihnachten, Urlaubszeit und so, da habe ich es ein bisschen unregelmäßiger gemacht. Aber nach diesem Video geht es wieder im gewohnten Rhythmus weiter. Jede Woche ein Video hier auf Tobis Tooltime. Ich habe angefangen zwischendrin dann auch ein paar Kurzvideos zu streuen. Das habe ich eigentlich immer nur auf Instagram und TikTok gemacht. Aber YouTube hat jetzt die Shorts-Funktion und deswegen wird da auch immer wieder ein Kurzvideo zwischendrin kommen. Aber der Fokus ist bisher auf lange Videos mit irgendeinem Mehrwert für entweder Fachpersonal, Kundschaft, Bauherrschaft oder halt dann auch mal vielleicht was Witziges zwischendurch oder informativ über mich und den YouTube-Kanal, so wie dieses Video jetzt heute. Wir filmen immer noch wie gehabt mit dem iPhone. Ich habe mir ein neues geholt, also das ist das aktuellste. Heute steht es auf einem Ständer, sonst macht meine Freundin die Videos, die ist dann hinter der Kamera mit dem Alf zusammen. Ansteckmikro, also die Qualität ist die gleiche, beziehungsweise ein bisschen besser, weil das iPhone neu ist. So sieht's aus, wenn ihr auf Tobis Tooltime klickt. Das hier natürlich nicht, das ist nur, weil ich jetzt eingeloggt bin, aber so sieht mein Kanal aus. Wir sind jetzt gerade bei 7390 Abonnenten. Hier kann ich mir raussuchen, welches Video ich highlighte und da habe ich natürlich das, was am meisten Klicks hat. Mein Lampe anschließen Video mit 200.000 Klicks. Hier sieht man dann so eine Playlist mit beliebten Videos, das ordnet sich nach den Aufrufzahlen. So hier auch ganz vorne Lampe anschließen, dann Spotlight mit 150.000, Lampe versetzt mit fast 100.000, Schalter tauschen, Spülmaschine und so weiter. Dann habe ich hier noch Playlist Strom sparen, da habe ich mal was gemacht, was kostet euch das WLAN, was kostet so ein Sideboard im Wohnzimmer, welche Geräte man nicht mit so einem Stecker betreiben sollte und so weiter. Smart Heizen, das war eine Kooperation mit Tado, das war auch im letzten Jahr. Und dann hier nach Datum geordnet die aktuellsten Videos. Shorts und dann hier noch mein Link zu Antisocial mit Coach Steph. Da sage ich dann später noch was dazu. Dann kann man hier durchklicken. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Wir wollen ja schnelle, knackige Videos haben. Hier Kanalinfo nochmal, dass ich da was dazu gesagt habe. Hier kann man immer sehen, wie viele Aufrufe hat so ein Kanal gesamt. Ich habe hier, das ärgert mich ein bisschen, das steht drin seit 2008. Tobis Tooltime gibt es seit 1.2.2021. Das 2008 ist nur, weil hier vorher DJ Case stande. Und ich habe jetzt keinen neuen Kanal aufgesetzt. Das hätte ich jetzt vielleicht anders machen sollen, aber jetzt ist schon vorbei. Und der Kanal hat, sage und schreibe, 1,2 Millionen Aufrufe bisher. Genau, und dann gehen wir hier ins Analytics Dashboard, das ist ja das Wichtigste. Das ist das, was ich immer als erstes sehe. Da ist das aktuellste Video, wie das gerade performt. Da gibt es auch ein Ranking. Da ist das jetzt einer der besseren Videos. Sind zwar noch kleine Zahlen, aber das ist jetzt 2 von 10. Und grüner Pfeil nach oben ist immer ein gutes Zeichen. Rot ist schlecht, so wie auf dem Konto. Wir haben jetzt hier, das ist das letzte Video aus Italien. Das ist online seit 2 Tagen, hat 340 Aufrufe. Diese 4,3% hier, die sagen, wenn das Thumbnail jemand angezeigt wird, 4,3% von denen klicken dann tatsächlich auch drauf. Genau, dann hat man hier die letzten veröffentlichten Videos, hier was aus der Community, hier was jetzt mit Abos passiert und Aufrufzahlen, hier eine kurze Zusammenfassung, letzte 28 Tage, 100.000 Aufrufe, 3.500 Stunden Wiedergabezeit und ca. 270 Euro Umsatz. Grün und nett ausgefüllt heißt, das ist so wie sonst auch, grün und voll ausgefüllt heißt, da geht es auf jeden Fall noch mehr nach oben. Also wie man sieht, alles wächst, auch so bisher der Umsatz. Und da gehen wir dann auch gleich rein, Analytics, wir haben hier automatisch immer eingestellt, letzte 28 Tage. Man hat hier so eine Echtzeitübersicht. Die letzten 48 Stunden sind 6500 Klicks auf dem Kanal gewesen und dann kann man hier aussehen, zum Beispiel vorgestern zwischen 17 und 18 Uhr
haben 212 Personen Videos von mir angeschaut. Genau. Und dann hier hat man auch so einen Indikator, wie ist meine Aufrufzahl, und da bin ich voll im grünen Bereich. Also der Kanal wächst, 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 und das alles dank euch natürlich. Genau, und dann sieht man hier, letzte 28 Tagen ca. 500 Abonnenten dazugekommen. Wenn man das dann hochrechnet, wenn es so weitergeht, sind wir in einem halben Jahr ungefähr bei 10.000, und das ist jetzt auch mein Ziel für dieses Jahr. Dann haben wir, was dann am wichtigsten ist, wir überspringen das jetzt Inhalte und Zielgruppe, da kann ich vielleicht auch mal noch ein extra Video machen, wie man die Analytics so interpretiert. Was habe ich in dem letzten Jahr mit YouTube verdient? Wir gehen jetzt erstmal auf Seiterstellung. Da hat man eine ganze Weile nichts, und dann passiert ja hinten erstmal was. Das ist dem geschuldet, weil seit 2008 nichts passiert ist, und monetarisiert wurde auch tatsächlich erst im September 21. Also ich habe von Februar bis September gar nichts verdient mit YouTube. Erstmal nur in Vorleistung gegangen, und dann ging es hier ab. Aber dementsprechend, wenn man das sieht, für zwei Jahre ist auch nicht viel, sind 4.300 Euro. Also nochmal dazu gesagt, man wird am Anfang auf jeden Fall nicht reich damit. Da muss man ganz viel Vorarbeit leisten. Und da steige ich jetzt gleich mal um auf 365 Tage, was in einem Jahr passiert ist. Und da sieht man, von dem ganzen Geld sind im letzten Jahr ist das meiste gelaufen, also 3.200. Wenn man es dann auf 12 Monate teilt, dann sind wir bei irgendwas mit 280 Euro oder so. Dann gibt es hier diesen Wert, das ist der RPM, deine Einnahmen pro 1000 Aufrufe. Also das kriege ich tatsächlich dann ausgezahlt für 1000 Aufrufe auf dem Kanal. Das variiert auch immer, je nach dem, wie viel Werbetreibende gerade Werbung schalten und so weiter. Also es ist ein sehr schwankender Betrag, aber das sieht man, Stand heute oder beziehungsweise für das letzte Jahr sind es 4,42 Euro. Und dann hat man hier nochmal eine Übersicht, die letzten 6 Monate. Da sieht man auch, wie es hochging. November war der beste Monat, 433 Euro, dann ging es wieder runter. Woran das liegt, kann ich nicht so genau sagen, aber das schwankt halt immer. Also ist auch nicht fest zu kalkulieren, wie viel Geld jetzt der YouTube-Kanal im Monat macht. Hier sieht man in den letzten 365 Tagen, wie viel Geld so die Videos gemacht haben, die einzelnen, wie sich die Einnahmen aufteilen. Hier Finanzierung durch Fans, da habe ich mal ein Live gemacht, da hat jemand Geld gespendet. Hier auch über die Super Sticker, Super Thanks, da geht noch nicht viel. Da sage ich aber gleich mal noch was dazu, an dem Beispiel von einem Video. Genau, das war so der Umsatz. Und dann gehen wir jetzt mal zum Beispiel hier auf Spülmaschine pumpt nicht ab. Dann sieht man so eine Analytics von dem ganzen Video. Das ist seit Veröffentlichung, hat das Video 250 Euro eingespielt. Ist nicht viel, wenn man sieht, ich habe 57.000 Mal geholfen, eine Spülmaschine zu reparieren, wo ein Einsatz eigentlich 250 Euro kostet, kann man hochrechnen, dann wäre ich tatsächlich Millionär. Aber ist ja nicht so wichtig, ich will ja helfen. Und da gibt es aber die Möglichkeit, natürlich im Video das Super Thanks zu machen und vielleicht auch 5 Euro zu spenden als kleines Dankeschön, dass ich euch geholfen habe, ganz viel Geld zu sparen. Und hier sieht man dann auch, so an diesem Video zum Beispiel, wie die Wiedergabedauer ist, wann die Leute abschalten, ist auch ganz spannend. Also hier schauen alle noch, wahrscheinlich habe ich hier dann das Problem gelöst, und dann geht es halt so nach unten. Hier ist Outro, gucke schon fast keine Leute mehr. Aber das ist so. Mache ich tatsächlich, wenn ich Videos gucke, ähnlich. Ich hole mir die Info ab und dann schalte ich ab. Und dann sieht man hier auch an diesem Video, in den letzten 48 Stunden, wie viele Leute haben sich das Video angeschaut. Kann man auch letzte 60 Minuten machen. Also in der letzten Stunde haben 12 Personen ein Problem mit der Spülmaschine gehabt. Ja, ist sehr spannend, das alles zu sehen. Was ist der Ausblick fürs nächste Jahr? Ich weiß es tatsächlich noch nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall vor, wie immer, dann ein Video die Woche hochzuladen rund ums Thema Handwerk, Schwerpunkt Elektrotechnik. Ich habe mir auf jeden Fall ein neues Auto gekauft, da kommen die nächsten Wochen auch ein neues Video. Heute im Anschluss nach diesem Dreh, drehe ich gleich das Video für Apple Watch reparieren. Ich habe meine alte Apple Watch kaputt gemacht und dann wollte ich die reparieren lassen. Kostet 250 Euro bis 300 Euro.
habe ich gedacht, nee, bei Amazon dann so ein Billig-Reparaturset gekauft für, glaube 20 Euro. Das probiere ich aus. Solche Dinge werde ich weiter fokussieren. Ich habe es vorhin schon kurz gezeigt. Ich bin noch an dem Projekt mit Coach Steph dran. Der hat mir ganz am Anfang vom Kanal hier auch viel unter die Arme gegriffen. Wir sind auch immer noch so im Austausch, wenn es so irgendwie Tipps und Tricks gibt. Er ist ja so der Vollprofi. Mit ihm mache ich den Podcast Antisocial. Kommt auch einmal die Woche Spotify, YouTube, Apple Podcasts und so unser Podcast raus. Da sprechen wir über dies und das, losgelöst von unseren Kanälen mit ein paar Beispielen von allem möglichen Zeug, was es so gerade auf der Welt gibt. Genau, ich bin weiter dran, Kooperationen abzuschließen. Das ist natürlich auch ein Teil vom YouTube-Kanal. Ich habe ja noch dieses Amazon Affiliate-Programm. Da entstehen auch im Monat so um die 100 Euro. So, wenn ihr auf diesen Link klickt, und was über diese Empfehlung kauft, dann vergütet es Amazon. Ich habe mit ein paar Offline-Herstellern natürlich Online-Kooperationen. Deswegen gibt es auch manchmal so wie eine Art Werbevideos, die ich aber nicht so plakativ als Werbevideo darstellen möchte, weil alles, was hier auf dem Kanal passiert, das unterschreibe ich euch, hat Hand und Fuß und das teste ich und stehe da auch voll dahinter. Das heißt, der Ausblick für dieses Jahr ist auf jeden Fall Content, Content, Content. Mal sehen, wie der Kanal wächst, natürlich mit eurer Hilfe. Deswegen da auch nochmal der Hinweis, abonnieren, Daumen nach oben, kommentieren. Das hilft mir, das hilft auch hier auf YouTube, dass die Videos besser ausgespielt werden und mir, meiner Motivation, weiter dran zu bleiben. Und das war es jetzt auch schon 2 Jahre YouTube. Ich danke euch von Herzen, dass ihr dabei seid, immer fleißig die Videos klickt, auf den anderen Kanälen, Instagram, TikTok, immer so fleißig mit mir interagiert. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Ich bin gespannt, was passiert. Auf jeden Fall, um da nichts zu verpassen, wie immer, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle.